Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute mal wieder unterwegs. Und zwar bin ich heute in Landsham bei München. Hinter mir steht ein lustiges grünes Auto. Da stehen zwei nette Leute drin. Wer das ist, was die machen, was es mit dem Auto auf sich hat, das seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Hier in Landsham ist heute Tag der offenen Tür bei Bike & Tools. Das ist ein großes, ortsansässiges Fahrradgeschäft mit Werkstatt. Und das Catering dieser Veranstaltung haben die Beefträger übernommen und ich nutze die Gelegenheit, um euch die Beefträger heute mal ganz kurz hier vorzustellen. Beefträger, das sind die Tina, der Michi und ihr Foodtruck. Sie sind in München ansässig, dementsprechend viel in und um die Stadt unterwegs. Ihr ganzer Stolz ist der Smoker an Bord des Foodtrucks. Und dementsprechend gibt es bei ihnen viele Leckereien von Burgern und Sandwiches bis hin zu klassischem amerikanischem Barbecue. So, jetzt haben wir hier die Tina von den Beefträgern. Grüß dich. Hallo, Alex. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich würde mal gerne wissen, wie lange gibt es euch denn schon und wie entstand denn die Idee zu diesem Foodtruck? Also uns gibt es seit Anfang 2015. Die Idee ist entstanden aus unserer Liebe eigentlich zum Barbecue, zu Fleisch, zu gutem Essen. Wir haben immer gegrillt wie die Blöden und viele Freunde eingeladen und haben überlegt, was kann man aus dieser Leidenschaft vielleicht beruflich machen. Und so sind wir dann langsam an das Thema. Damals gab es eigentlich in Deutschland fast noch keine Trucks. Haben dann ein bisschen gegoogelt und gesehen, dass da eine Riesenszene in Amerika ist und haben uns dann entschieden, den Foodtruck zu machen. Das war Anfang 2014, hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir den Truck dann hatten. Das ist ja schon einige Zeit. Was ist denn eure absolute Spezialität, was ihr immer mal wieder gerne präsentiert und wo die Leute auch nachfragen, Mensch, habt ihr das nicht mal wieder dabei? Also unsere Spezialität ist eigentlich die Dreifaltigkeit des Barbecues, muss ich sagen, ist Brisket, das gesmokte Rinderbrust, Pastrami, gepökelte Rinderbrust und Pulled Beef, Pulled Pork, also die klassischen Barbecue-Sachen sind unsere Spezialitäten, aber wir machen auch Burger. Wenn meine Zuschauer jetzt mal euch besuchen wollen, wann und wo können sie euch denn in München oder auch in der Umgebung von München finden? Also ihr findet uns jeden Dienstagmittag an der Donnersberger Brücke von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr ungefähr. Das ist im Arnold Park. Ansonsten ist es ganz unterschiedlich. Am besten liked ihr uns auf Facebook oder Instagram, da geben wir immer unsere Termine bekannt. Kann man euch denn für Veranstaltungen buchen? Ja, man kann uns für Caterings jeglicher Art buchen, also ob es ein Privatfeier, Hochzeit, Firmenfeste, alles möglich. Wo beginnt da die Größenordnung der Veranstaltung, dass ich sage, naja, ab jetzt lohnt sich das, die Beefträger zu buchen, ungefähr? Ja, wir sagen halt immer, dass auch wenn Leute mit einer kleinen Gruppe feiern können, sagen wir mal, Mindestumsatz von ca. 1200 Euro in München müsste schon geplant sein. Ja, wunderbar, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, heute noch einen schönen Tag hier in Landsham und bedanke mich für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, das wären hier mal von meiner Seite die wichtigsten Infos zu den Beefträgern. Wenn ihr mal in München seid, es zufällig Dienstagmittag ist und ihr Hunger habt, dann schaut mal im Arnold Park vorbei und gönnt euch einen erstklassigen Burger bei den Beefträgern. Wenn ihr noch vor 12 Uhr dort seid, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch mich dort vorfinden.
Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, was die Tina vorhin gesagt hat. Folgt den Beefträgern bei Facebook und Instagram. Dann erfahrt ihr immer aus erster Hand, wo in und um München die Beefträger im Catering-Einsatz unterwegs sind. Das war's von mir. Ich esse jetzt erstmal einen Burger. Schaut mal bei den Beefträgern vorbei und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal. Wenn euch dieses kleine Vorstellungsvideo gefallen hat, dann teilt es weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.